Entschuldige, es hat ein bisschen länger gedauert. Schon gut. Aber wo ist das Kleid? Ich hab's zurückgehängt. Wirklich? Warum? Ja, es war schon schön, aber es passte irgendwie nicht zu mir, oder? Es gibt da vorne noch einen Laden, da würde ich gerne noch rein. Ist das okay? Klar. Mama? Wir müssen das echt nicht machen, wenn du nicht mehr willst. Es ist wirklich voll okay, die Abi-Feier ist ja erst in ein paar Wochen. Nein, alles in Ordnung. Komm, das ziehen wir jetzt durch. Ja? Ja. Er ist auch direkt da vorne. Marie? Marie! Mama? Mama! Mama! In der Straßenbahn ist Marie! Das hier, das macht mich völlig wahnsinnig. Guck mal doch. Boah, ist das süß. Gut. Na, aber ganz der Vater. Ja? Solange er meine Intelligenz erbt. Wurde jedenfalls Zeit, dass du wiederkommst, Mina. Radek? Frau Maifeld. Aber das hier mag ich am liebsten. Wir sind gleich da. Mina, kannst gleich mitkommen. Ja? Wohin? Sibylle Maifeld glaubt, sie hat ihre Tochter gesehen. Schon wieder. Okay, du bleibst hier, du kommst mit. Die Augen, die hohen Wangenknochen, die ganze Mimik. Ich wusste sofort, das ist meine Marie. Ja, aber meinen Sie nicht, dass Marie sich in den letzten 4 Jahren stark verändert hätte? Ich weiß, ich habe mich in der letzten Zeit schon ein paar Mal vertan, aber diesmal gab es keinen Zweifel, sie war es. Was haben Sie ihr genau hinterhergerufen? Ja, ihren Namen, Marie. Und darauf hat sie reagiert? Ja, sie hat sich direkt nach mir umgesehen. Was jetzt erstmal nichts heißen muss, weil bestimmt haben sich auch noch andere Passanten umgedreht, oder? Ja, aber sie war als Einzige verängstigt. Mama, Entschuldigung. Braucht ihr mich noch? Ich habe nämlich gleich eine Fahrstunde. Ich würde dann schon mal vorfahren. Mensch, Nadja, wie kannst du das nur an deine Fahrstunde denken? Frau Maifeld, ich muss jetzt noch wissen, wie der Mann ausgesehen hat, der in die Straßenbahn eingestiegen ist. Keine Sorge, Frau Maifeld, wir werden Ihren Hinweisen nachgehen. Versprochen. Also, was hatte er an? Größe, Haarfarbe. Seht mal! Die gehört Marie. Ist das der Anhänger, den sie damals getragen hat? Mina, wir brauchen die Aufnahmen der Überwachungskameras von Straßenbahnlinie 21. Danke. Das war vor 4 Jahren. Früher Abend. Marie Maifeld war mit einer Freundin verabredet. Ihre Mutter fuhr sie hin, brachte sie aber nicht wie sonst üblich rein, weil sie es eilig hatte. Sie musste zum Elternabend und war spät dran. Dummerweise war ihre Freundin aber nicht da. Es war niemand da. Marie wartete noch geschätzte 20 Minuten vor der Tür, bis sie sich offenbar entschloss, nach Hause zu gehen. Ein Autofahrer hat jedenfalls bezeugt, wie sie in diese Straße hier einbog, die durch ein kleines Waldstück zum Wohngebiet ihres Elternhauses führt. Marie war und blieb wie vom Erdboden verschluckt. Zu viel. Jeder hat was anderes gesehen. Darum hat ja auch die Rasterfahne mitgebracht. Mehrfach, Monate. Im Gras, in jedem Stein, im Tümpel, nichts. Nach 4 Jahren haben wir das erste Lebenszeichen von ihr. Die Kette,
die sie am Tag ihres Verschwindens getragen hat. Oliver, das haben unsere Computerexperten erstellt. So müsste Marie heute ungefähr aussehen. Gut. Mal gucken, ob die Mutter sie erkennt. Oliver? Warte, bevor wir da reingehen. Ich weiß, dass dir das Schicksal dieser Familie immer sehr nahe ging. Aber du darfst nicht vergessen, dass wir damals wirklich alles getan haben, was wir konnten. Haben wir das? Stell dir bitte mal für einen Moment vor, dass Marie 4 Jahre lang in einem Keller gefangen gehalten und missbraucht wurde. Und jetzt sag den Satz nochmal. Nadja? Hallo. Hallo. Kennst du mich noch? Ja. Habt ihr schon was rausgefunden? Nein, leider noch nicht. Aber wir wollen was mit deinen Eltern bereden. Kommst du bitte? Mhm. Nadja, ich fahr. Würde vorschlagen, dass wir die Stunde nachholen. Hm? Das hat halt keinen Sinn mehr. Du bist viel zu aufgewühlt. Meinst du, aber... Mach dir keine Sorgen. Werde ich nicht berechnen, okay? Danke, Marc, fürs Gespräch. Klar. Ist dein Vater auch da? Der ist vor ein paar Monaten ausgezogen. Den Baum hat er zur Geburt meiner kleinen Schwester gepflanzt. Sie verbringt da sehr viel Zeit. Ja, das ist sie. Das ist Marie. Marie, die ich heute Morgen gesehen habe. Aber sie war blasser und magerer. Ansonsten sah sie genauso aus. Kannst du das bestätigen, Nadja? Kann ich gehen? Ich muss noch lernen fürs Abi. Sandra, schick das Bild bitte an sämtliche Geschäfte in der Nähe der Haltestelle. Ja? Gut, danke. Das wollte ich Ihnen gern zeigen. Das sind die Berichte der Detektive, die wir in den letzten Jahren beauftragt hatten. Sie können den Ordner ruhig mitnehmen, vielleicht hilft's ja. Darf ich reinkommen? Klar, ich kann jetzt eh nicht lernen. Nadja, warum ist dein Vater ausgezogen? Weil er es hier nicht ausgehalten hat. Er wollte, dass wir alle zusammen wegziehen und neu anfangen. Und deine Mutter wollte nicht, oder? Sie konnte nicht, wegen Marie. Du hast das Mädchen heute Morgen gar nicht gesehen, stimmt's? Warum hast du vorhin die Aussage deiner Mutter bestätigt? Weil ich ihr zuerst nicht geglaubt habe.
nicht gedacht habe, sie sieht wieder Gespenster. Aber dann habe ich Maries Kette gefunden und... Ich hatte das Gefühl, dass ich sie verraten habe. Und Maria auch. Weil ich sie insgeheim schon längst... Weil ich dachte, Marie ist tot. Und weil ich wollte, dass sie tot ist. Weil ich dachte, besser tot als jahrelang von irgendeinem Irren... Sie in den letzten Jahren nicht unterstützen konnten bei ihrer Suche. Schon gut, Herr Radek. Wenn jemand Grund hat, sich schuldig zu fühlen, dann bin ich das. Wäre ich nur 5 Minuten eher losgefahren, hätte ich Marie zur Tür begleitet und das wäre alles gar nicht passiert. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass Sie jetzt wieder nach Marie suchen. Aber diesmal brechen Sie die Suche nicht eher ab, bis Sie Marie gefunden haben, ja? Frau Mayfeld, wie... Versprechen Sie mir das? Oliver, wir können. Wir melden uns. Laut Sibylle Mayfeld ist der Mann vorher weggerannt. Das heißt, wenn es wirklich der Entführer war, dann ist er jetzt alarmiert. Wir müssen ihn so schnell wie möglich finden. Glaubst du wirklich, dass das Mädchen, was Frau Mayfeld heute gesehen hat, Marie war? Ich weiß es nicht, Daniel, aber für mich sieht es so aus, als ob sie ihrer Mutter ein Zeichen hinterlassen hat. Wenn du eine bessere Erklärung hast, immer her damit. Leider haben die Ermittlungen rund um die Haltestelle bislang noch nichts ergeben. Die KTU hat keine verwertbaren Spuren auf dem Anhänger gefunden. Okay, Daniel, überprüf noch mal sämtliche Personen, die wir damals vernommen haben. Oder die sonst wie in unserem Fokus Video geraten. Aus der Straßenbahn ist da. Es wurde gerade hochgeladen. Schöne Weide. Da müssten Sie jetzt einsteigen. Ja, da. Ja. Mach mal größer. Ja, könnte sie sein, könnte sie nicht sein. Gibt es noch eine andere Kamera? Nee, leider nein. Ja. Mist, kein einziges verwertbares Bild. Ja, wenigstens wissen wir jetzt, wo Sie ausgestiegen sind. Aber da kreuzen sich 3 Bahnen und 4 Buslinien. Also wenn Sie da umgestiegen sind, dann können Sie überall sein. Okay. Ich kümmere mich um den Medienaufruf. Ich hab was. Gregor Blaschke. Ihr habt den damals vernommen, weil er dasselbe Lieferwagenmodell besaß, das in der Nähe des Waldweges gesehen wurde. Und was macht ihn jetzt verdächtiger als damals? Er hat vor einem halben Jahr eine Anzeige bekommen, weil er heimlich Fotos von Kindern im Freibad gemacht hat. Was? Ja. Und Gregor Blaschke wohnt... hier. Mina, Durchsuchungsbeschluss. Auf geht's. Runter an die Wand!
Ihr Anwalt lässt ganz schön auf sich warten. Aber Sie wollen nach wie vor unsere Fragen nicht ohne sein Beisein beantworten? Wissen Sie, so jemand wie ich, der kann in Ihren Augen doch gar nicht unschuldig sein. Sind Sie es denn? Ja. Ja, das bin ich. Aber wenn Sie unschuldig sind, dann ist es doch kein Problem für Sie, uns ein paar Fragen zu beantworten. Haben Sie dieses Mädchen schon einmal irgendwo gesehen? Nein. Wo haben Sie sich heute Vormittag gegen 11 Uhr aufgehalten? Ich war angeln. An der Havel. Irgendwelche Zeugen? Außer ein paar Spaziergänger, nein. Macht mich das etwa verdächtig? Nein. Verdächtig macht Sie, dass Sie dasselbe Automodell besitzen, das damals am Tatort gesehen wurde, dass Sie auf Kinder stehen und dass Sie ganz in der Nähe der Haltestelle wohnen, wo der Mann ausgestiegen ist. Ist das alles Zufall? Offenbar. Wissen Sie, Herr Blaschke, was ich denke? Was denken Sie denn? Ich denke, dass Sie der Mann auf diesem Foto sind. Sie haben die Rufe von Maries Mutter gehört. Sie wussten, dass wir sehr bald vor Ihrer Tür stehen würden. Und deswegen haben Sie Marie so schnell wie möglich woanders versteckt. Oder Sie haben sie beseitigt. War es schwer, Ihre kleine Marie zu töten? Haben Sie es geschafft, ihr in die Augen zu sehen, als Sie sie erwürgt haben? Oder haben Sie sie mit dem Kissen erstickt? Hören Sie auf! Ich kann damit gar nichts zu tun haben. Und warum nicht? Weil sie gar nicht in mein Beuteschema passt. Beuteschema? Ich kann mit Mädchen gar nichts anfangen. Verstehen Sie das? Weder in Blaschkes Lieferwagen noch in seinem Haus konnten Spuren von Marie festgestellt werden. Also auch auf seinem Computer haben wir nichts gefunden. Lass ihn gehen. Ich habe im Internet ein Videoprojekt gefunden. Die alte Schönhauser, in der der Mann und das Mädchen in die Tram eingestiegen sind, wird 24 Stunden gefilmt und ins Netz gestellt. Ich habe das Material von heute Morgen angefordert. Okay. Oliver, ein Fernsehsender hat sich bereit erklärt, morgen einen Suchaufruf zu bringen. Am liebsten mit Sibylle Maifeld vor der Kamera. Okay, ich sage ihr Bescheid. Seit 4 Jahren ist bei jedem Türklingel, bei jedem Anruf mein erster Gedanke, hoffentlich ist sie das. Wenn meine Tochter wiederkommt, werde ich sie umarmen und nie mehr loslassen. Mit Marie ist das Glück aus meinem Leben verschwunden. Wer Hinweise zum Verbleib dieses Mädchens hat, melde sich bitte unter der angegebenen Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. Danke. Post für dich. Das ist von deinem Vater. Ja. Willst du nicht aufmachen? Guck mal hier, das ist Videomaterial von dem Livestream. Hier kann man den Mann, das Mädchen erkennen. Nicht wirklich ins Gesicht, aber... Wo lässt sie den Anhänger fallen? Ich seh's nicht. Sie macht keine Wegwerfbewegung. Warte mal. Wo kommen die denn? Hier. Ja, Daniel? Mama? Ihr habt was? Verstehe. Danke. Was ist los? Wollen Sie es ihr sagen? Ich verstehe nicht. Wie das Kruzifix auf die Straße gekommen ist? Sie hat es ja hingelegt. Was?
Mama? Das stimmt nicht, oder? Doch, es stimmt. Ich habe das Kruzifix. Ich hab's neulich in Maries Zimmer gefunden. Es lag hinter einem Regal. Offenbar schon seit Jahren. Marie hatte das Kreuz gar nicht um. Was um Himmels Willen hat sie auf die Idee gebracht, dieses Kruzifix da auf die Straße zu legen? Sie, Herr Radek. Der Mann stand mit dem Wagen schon ein paar Mal in unserer Straße. Mein Nachbarn ist ja auch aufgefallen. Mir schien, als würde er die Schulkinder auf ihrem Heimweg beobachten. Finden Sie das nicht auch verdächtig? Wir dürfen nur dann Ermittlungen wieder aufnehmen, wenn es handfeste neue Beweise gibt. Das sind reine Verdachtsmomente. Frau Mayfeld, manchmal ist es einfach besser, wenn man... Es tut mir leid, mir sind die Hände gebunden. Mir wurde klar, dass Sie mir nur glauben würden, wenn das Kruzifix dort gefunden wird. Und mich hast du für deinen Krankenplan benutzt? Aber Nadja, das war kein kranker Plan. Ich habe Marie doch gesehen! Wissen Sie eigentlich, was das für uns bedeutet, wenn das rauskommt? Nadja! Was ist das? Auf! Auf! Was hast du getan? Was habe ich getan? Was hast du getan? Wann kapierst du es endlich? Marie ist tot! Sowas von raus hier. Scheiße! Tut mir leid. Na, worauf warten Sie noch, Herr Radek? Gehen Sie ruhig. Sie haben es in 4 Jahren nicht geschafft, meine Tochter zu finden. Warum sollten Sie es jetzt schaffen? Also, hauen Sie ruhig ab! Frau Mayfeld, haben Sie gestern Ihre Tochter gesehen? Ja, sie war's. Frau Mayfeld, war es Ihre Tochter, die Sie gestern Abend gesehen haben, ja oder nein? Sie sah Marie so ähnlich. Ich weiß es nicht, Herr Radek. Ich weiß es einfach nicht. Das heißt, wir haben nichts. Wieder mal. Wo willst du nur hin? Zu Marc. Oh. Ist was mit Nadja? Ist das bei Ihren Fahrstunden eigentlich inklusive, dass Sie minderjährige Schülerinnen bei sich übernachten lassen? Wenn mir irgendetwas zu Ohren kommt, dann können Sie Ihren Laden dicht machen, ist das klar?
Das war's schon. Schönen Tag noch. Du musst den Fernsehbeitrag zurückziehen. Frau Mayfeld, warum waren Sie damals eigentlich so sicher, dass Marie diese Kette getragen hat? Weil Marie die jeden Tag trug. Zumindest dachte ich das. Tschüss, mein Hase. Viel Spaß bei deiner Freundin. Und du kommst nie mehr mit zur Tür? Heute leider nicht, bin schon so spät dran. Du weißt doch, wo du klingeln musst, hä? Ja, gut. Schnuseln? Schnuseln. Ja, sie trug auch eine Kette an dem Tag. Aber der Anhänger war unterm T-Shirt. Hatte sie noch eine andere Kette? Ich weiß nicht. Ich habe sie zumindest nie mit einer anderen Kette gesehen. Ich aber. Ich habe ihr zum 8. Geburtstag die gleiche Schmetterlingskette geschenkt, die ich auch habe. Kein Schmetterlingsanhänger. Radek, Vermisstenstelle. Hören Sie, Sie müssen den Fernsehbeitrag ändern. Wir suchen jetzt keinen Kruzifix mehr, sondern einen Schmetterlingsanhänger. Ja. Gut, danke. Seit 4 Jahren ist bei jedem Türklingel, bei jedem Anruf mein erster Gedanke, hoffentlich ist sie das. Falls Sie diesen Anhänger gesehen oder gefunden haben, melden Sie sich bitte umgehend unter folgender Nummer. Gut, auf eure Posten. Anni, das ist eine Wissenstelle. Was? Wissenstelle? Einfach nichts. Geht nach Hause. Wenn noch was ist, ich bleib hier. Ciao, Mina. Tschüss. Wenn wir keinen Hinweis mehr reinkriegen, haben wir keine neue Spur. Und dann müssen wir die Suche wieder abblasen. Kein Versprechen hin oder her. Das weißt du, oder? Vermisstenstelle. Ja. Sind Sie sicher? Ja. Danke. Sie haben mir sehr geholfen. Danke. Mina! Guten Morgen. Eine Verkäuferin hat den Anhänger wiedererkannt vor ungefähr einer Woche bei einem jungen Mädchen. Der war hier runtergefallen. Und beim Aufheben hat sie die Gravur gelesen. Deswegen kann sie sich noch so genau daran erinnern. Und das Beste ist, pass auf, sie war in Begleitung eines älteren Mannes und der hat mit Kundenkarte gezahlt. Das heißt, wir haben seine Adresse. Ja, das will ich meinen. Bis gleich. Ja, ich geb's weiter. Ja, vielen Dank. Okay. Ja, vielen Dank. Frank Siegmund ist kinderlos. Das heißt, das Mädchen mit dem Anhänger ist definitiv nicht seine Tochter.
Frank Siegmund? Kann ich Ihnen helfen? Radek, Vermisstenstelle. Kennen Sie dieses Mädchen? Nö. Wer war dann das Mädchen, mit dem Sie gestern im Kaufhaus in Spandau waren? Weshalb wollen Sie das wissen? Oliver. Marie? Das ist sie nicht. Dann ist meine Nichte. Die ist ein paar Tage zu Besuch. Entschuldigung, darf ich mal den Anhänger sehen? Aber das ist Maries Anhänger. Woher hast du den? Den hast du von mir. Ja, das ist der Wagen. Die Kette habe ich gefunden zwischen Beifahrersitz und Armlehne. Darf ich mal? Ja, bitte. Ich habe mir nichts dabei gedacht und habe sie meiner Nichte geschenkt. Wie lange haben Sie den Wagen schon? Wann habe ich den gekauft? November. Das ist November vor 4 Jahren gewesen sein. November? Das war einen Monat, nachdem Marie verschwunden ist. Und von wem haben Sie ihn gekauft? Das war ein Gebrauchtwagenhändler. Keine Ahnung, aber Name steht ja im Kaufvertrag. Kein Nachsehen. Ja, bitte. Der hat eine Doppelbedienung. Ein Fahrschulauto. Trano. Wer? Nadjas Fahrlehrer. War die letzte Fahrstunde, ne? Jetzt bist du reif für die große Prüfung. Ich werde unsere Stunden vermissen. So, was hast denn eigentlich der Kommissarin über mich erzählt? Dass wir uns ganz gut verstehen. Hätte ich das nicht machen sollen? Doch, klar. Gut, danke. Tatsächlich. Kurz nach Maries Verschwinden hat Rano ein Auto aus seiner Fahrzeugflotte abgemeldet. Genau das Fahrzeugmodell, in dem wir die Kette gefunden haben. Das heißt, der Verdacht stimmt, es ist das Tatfahrzeug. Ja. Das ist Nadja. Scheiße. Kannst du sie warnen? Ich versuch's. Okay, ist raus. Los. Verstehe. Nadja. Ja? Es tut mir leid. Wir müssen davon ausgehen, dass Trano etwas mit dem Verschwinden von Marie zu tun hat, okay? Nadja! Scheiße! Bleiben Sie stehen, bitte! Herr Trano! Was ist mit Marie passiert? Hören Sie, egal was passiert ist, Sie können es nicht wieder rückgängig machen. Aber wenn Sie jetzt springen, dann wird Ihre Familie nie Bescheid wissen. Wollen Sie das? Herr Trano, wollen Sie das? Was hast du mit meiner Schwester gemacht?
Nadja, das war ein Unfall, ich wollte es nicht. Am Tag ist alles schief gelaufen. Morgens ist ein Bankkredit geplatzt, weil die Fahrschule nicht mit angelaufen ist. Dann habe ich einen riesen Krach mit meiner Frau gehabt. Bitte bleib wach, Blöde, bitte, bitte bleib wach, bitte. Hey, 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 mach die Augen auf. Hey, 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 kleine Scheiße, Scheiße, Mann. Hey, hey, nein. Dann war es zu spät. Dann warst du tot. Ich hab's im Wald begraben. Weit weg.
Komm, geh nach Hause, mach Feierabend. Fahr zu deiner Familie, ich schreib den Bericht.